Jojojo Leute, was geht ab? Oder besser gesagt, guten Morgen. Ich habe jetzt endlich meine Ausrüstung komplett. Es war ja wirklich ein Hin und Her und ja, im Endeffekt habe ich dann alles woanders bestellt und manche Sachen habe ich von der Messe mitgebracht. Ja, aber ist jetzt auch egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles zusammen. Ich denke mal, man sieht schon mal, farbmäßig passt das alles zusammen. Man muss dazu aber auch sagen, dass das alles von der gleichen Marke ist. Es ist alles von Fox. Bis auf die Knieschoner, die ich hier habe. Die sind von O'Neill. Da habe ich erstmal die hier genommen. Mal gucken, mal austesten, wie die so sind. Wie gesagt, ich bin ja auf dem Gebiet ganz neu. Das Einzige, ja, die hatte ich mit als erstes gekauft, sind die Handschuhe. Die passen natürlich jetzt überhaupt gar nicht zu den Rest dazu. Aber ich denke mal, die Handschuhe werden sowieso schnell verschleißen. Und so teuer sind die ja nicht, dass ich mir da eventuell nochmal ein zweites Set einfach kaufe. Ja, dann machen wir einfach mal hier weiter. Hier habe ich die Schuhe, die ich mir geholt habe. Das sind die Fox Comp 5 Schuhe. Ich finde, die sehen vom Aussehen her so mega geil aus. Und ja, mir gefallen die ganz gut und ich hatte die auch schon an. Lassen sich echt super tragen. Die haben, achso, ja, die Preise wollte ich dazu sagen. Also für die Knieprotektoren habe ich, glaube ich, 30 bezahlt. Für die Handschuhe waren es 19 Euro. Für die Fox Comp Schuhe habe ich 220 bezahlt. Ja, dann machen wir weiter. Dann habe ich hier die Hose. Auch eine Fox Hose. Ich packe die mal ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen beschissen so zu zeigen alles, ne? Das ist die Fox Hose. Die habe ich auf der Messe gekauft, zusammen mit dem schönen T-Shirt hier, also mit dem Jersey. So sieht es von hinten aus. Das Jersey war dabei, plus den Brustpanzer, auch von Fox. Also von hinten sieht er echt gut aus mit dem Rückenpanzer. Wichtig war mir jetzt auch, dass die Ellbogen gepanzert sind, also dass da Protektoren sind, Brust und Schulter. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ja, für die drei Sachen, also jetzt für den Jersey, für die Hose und für den Brustpanzer, habe ich auf der Messe 300 Euro bezahlt, also glatt 300 Tacken. Dann habe ich mir im Internet noch die Brille hier bestellt. Auch von Fox, das ist die Fox Main Race Brille. Die kostet 45 Euro. Ich habe mir dazu noch ein anderes Spiegelglas eigentlich bestellt, nämlich dieses, wie soll man sagen, orange-goldene. Verspiegelt, aber die haben mir das falsche geliefert. Jetzt habe ich nochmal ein neues Spiegelglas bestellt. Ja, ich finde, die sieht ganz gut aus. Und natürlich meine schönste Errungenschaft, der Helm. Ich finde den so mega krass. Das ist der von Fox, der V2. Und ich glaube, das ist nicht der normale V2, sondern der heißt V2 Union. Wenn ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Aber ich finde den so mega krass, diesen Helm. Es war auch nicht einfach, diesen Helm zu bekommen, weil überall, wo es den zu kaufen gab, war immer ein Größe L Ware ausverkauft. Ja, aber ich habe ihn im Endeffekt trotzdem bekommen. Ich habe da echt bestimmt 2 Stunden im Internet rumgesucht. Das ist jetzt so meine komplette Ausrüstung. Ich denke, für den Anfang reicht es. Es gibt bestimmt noch viel, viel bessere Ausrüstung. Aber ich, wie gesagt, ich bin Anfänger und ich denke, für den Anfang sollte diese Ausrüstung auf jeden Fall reichen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie die Kombination auf der KTM aussieht, weil es ist auch ein bisschen gewagt, muss man sagen. Es ist einfach alles orange-schwarz, ne? Die KTM ist orange und die Kleidung ist auch alles orange. Aber naja, ich denke, es wird im Endeffekt gut aussehen. Wir fahren jetzt gleich runter, dann wollen wir uns mal angucken, wie das aussieht, wenn ich die Klamotten anhabe und wie es auf der KTM aussieht. Ich bin schon echt mega gespannt. So. Auf wie geht's? Was ich jetzt noch vergessen hatte zu sagen, den Preis vom Helm, und der zwar hat der Helm 200 Euro gekostet, finde ich, geht auf jeden Fall fit für den Helm. So Leute, jetzt schicke ich mein Baby um. Ich wollte mal kurz zeigen, also ich habe jetzt das Getriebeöl gewechselt,
Dann habe ich neue Zündkerze reingemacht und was habe ich noch gemacht? Die Auspuffbirne habe ich komplett abgeschliffen und neu lackiert, dass das wieder schnieke aussieht. Dann habe ich den Vergaser einmal komplett gereinigt und einen neuen Luftfilter reingemacht. Jetzt soll jetzt erstmal ein bisschen laufen und demnächst mache ich noch einen neuen Kolben rein und mal gucken, wie der Zylinder aussieht. Aber dazu kommt dann extra nochmal ein Video. Jetzt geht es erstmal um die Klamotten. So, Eike filmt jetzt mal. So, das sind jetzt die neuen Klamotten. So sehe ich jetzt komplett aus. Okay, die Handschuhe passen nicht dazu, aber sonst finde ich, sieht das echt gut aus. Meine Meinung. Na, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen, wie ihr es findet. Natürlich sitzt das jetzt alles noch ein bisschen unpassend, weil es ist alles nagelneu, es muss erst eingetragen werden. Aber ich denke, es sieht optisch sehr gut aus. Ich setze mich mal probeweise auf die KTM drauf. Ja, so sieht das jetzt in ferner Zukunft aus, wenn der H2er unterwegs ist mit der KTM. Ja, es war ein kurzes Video, aber haben sich ja viele gewünscht, dass ich die Klamotten zeige. Und damit war es jetzt für heute. Und nächstes Mal sehen wir uns im Gelände wieder. Ich freue mich schon mega drauf. Also bis dann. Ciao, ciao.